Oberösterreich ist das Agrarland Nummer 1. Neben dem Genussland Oberösterreich sind es vor allem auch die regionalen Initiativen, um die Wertschätzung heimischer Lebensmittel weiter zu erhöhen. Die Menschen möchten wieder wo zu Hause sein. Zu Hause heißt auch, die Lebensmittel zu genießen, die vor der Haustüre wachsen. Die LIDA-Organisationen Sauwald-Pramtal, mitten im Innviertel sowie Oberinnviertel Mattigtal initiieren mit dem Projekt Direktvermarktung Innviertel gemeinsam wirtschöpfen, das bisher größte Direktvermarkterprojekt im Innviertel. Entstanden ist das Projekt einmal grundsätzlich so, dass es eigentliche Bedürfnisse in den Betrieben, in den Direktvermarkterbetrieben draußen gegeben hat für Vernetzung, für Austausch, für Erfahrungsaustausch. Basieren wird dieses Projekt auf vier wichtigen Grundsäulen. Dass wir im ganzen Innviertel sichtbar werden, dass wir allen Direktvermarkterbetrieben die Möglichkeit bitten, sich zu vernetzen. Gemeinsamer Einkauf, gemeinsame Dienstleistungen, gemeinsames Marketing. Der dritte Punkt ist dieses Thema neue Marktzugänge. Und der letzte Punkt, Bewusstsein zu bilden, von klein auf, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, einfach das Thema Regionalität komplett ganzheitlich zu verankern. Die Stärkung der Verbindung zwischen Menschen und den Wirtschaftstreibenden vor Ort ist auch ein Kerngedanke des LIDA-Ansatzes. Weil es so wichtig ist, dass die Menschen auf der einen Seite hier einen Arbeitsplatz vorfinden, aber auch neue Arbeitsplätze entstehen können und für die Zukunft die Region gerüstet ist. Bei uns ist das Projekt entstanden, Wirt trifft Direktvermarkter, und da haben wir eigentlich gesehen, dass zu wenig Unterstützung in dem Bereich ist, dass die Direktvermarkter sich vernetzen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass man gerade wenn man mit der Direktvermarktung zum Beispiel anfängt, ja gar nicht weiß, Abläufe, wo muss ich mich hinwenden, und da ist es einfach immer wieder gut, wenn man alte Hasen quasi an der Hand hat, die einem zeigen, wohin die Reise gehen kann. Aktuell sind bereits 18 Betriebe Teil dieses Projekts. In den nächsten Jahren soll weiter intensiv gemeinsam mit und für die Direktvermarkter gearbeitet werden. Unsere Vision ist, dass es in 15 Jahren in jedem Innviertler Haushalt ein Produzentenhandbuch gibt, wo man nachschauen kann, was gibt es in meiner Nähe, wo kann ich dorthin gehen. Der Konsument muss wissen im Handel und auch in der Gastronomie, wo kommt das Produkt her, wie wird es erzeugt. Er muss ein gutes Gefühl entwickeln, dann haben unsere Produkte wirklich eine Chance. Nähere Informationen zum Projekt und dem Verein finden Sie unter www.wieesinviertelschmeckt.at.